Dame und der Herr. Vom Himmel hoch, da komm ich her. Und weil ich sehr wohl lesen kann, bin ich der rechte Kunstmann. Ich habe als Bildhauer geschafft, der Tod hat mich dahin gerafft. Zu Ulm im Münster tät ich schwitzen, dass andere schön im Chore sitzen. Ich selber sitz beim Heiligen Vater und schaue munter aufs Theater. Und was ich sehe, gefällt mir viel, davon ich singen und sagen will. Im Leben hatte ich keine Zeit für Narretei und Heiterkeit. Ich musste ständig hauen und schaffen und hatte kaum die Zeit zum Schlafen. Was hätte ich nicht dafür gegeben, entspannter in den Tag zu leben? Hätte ich vom Fliegenpilz gewusst und wie man ihn bereiten muss, was Stechapfel als Sud bewirkt, was sich in Hanf und Mohn verbirgt, ich wäre ein anderer Mensch gewesen und könnte sich ja besser lesen. Ich hätte Farben schmecken können und Voldemort beim Namen nennen. Ich konnte es damals nicht erfahren. Man tät zu sehr mit Worten sparen. Hier aber, im Theater, Leut, da lernt ihr kluge Sachen heut. Mein Lieblingsstück, ich steh dafür, heißt, welche Droge passt zu mir? Denn wer sich gutes Dop beschafft, erhält sich seine Arbeitskraft. So wünsch ich allzeit vollen Bauch und unserem kranken Nachbarn auch. Euer Jörg Syrlin.